So, Aufgabe 36, Teilaufgabe D. Hier geht es jetzt um die Selbstkosten bei der Äquivalenzzifferkalkulation. So viel soll ich schon mal verraten, aber wir schauen uns die Aufgabe natürlich nochmal an. Also, wie hoch sind die Verwaltungs- und Vertriebskosten pro Packung für die sechs verschiedenen Produktvarianten? Wenn die Verwaltungs- und Vertriebskosten mit einer Äquivalenzzifferkalkulation auf der Basis der Absatzmenge verrechnet werden, gehen Sie da Sie bei Ihrer Berechnung von den oben angegebenen Äquivalenzziffern aus. Geben Sie Ihre Antwort in Euro auf drei Nachkommastellen genau an. Okay. Wir sollen jetzt hier quasi nicht die Selbstkosten errechnen, sondern einfach nur die Umverteilung oder die Verteilung der Verwaltungs- und Vertriebskosten. Wenn ihr euch die Selbstkostenformel dazu nochmal kurz ins Gedächtnis ruft, ich schreibe es ja jetzt nochmal hin. Also Kosten der Herstellung durch, ja, machen wir manchmal ein bisschen Platz hier. Kann es nicht wahr sein. Also wir, ach, nochmal. Also wir haben ja die Formel für Selbstkosten. Je Stück ist ja die Kosten der Herstellung durch die hergestellte Menge plus die Kosten der Verwaltungsvertriebes durch die abgesetzte Menge. Was wir jetzt hier berechnen sollen, ist einfach nur dieser Part hier und das halt für jedes Stück. Das kombinieren wir ja dann mit den Äquivalenzziffern. Das Ganze hier hätten wir halt schon im ersten Schritt in der C gemacht. Aber das hier ist gesucht. Okay. Das nur mal am Rand erwähnt, damit ihr euch das Ganze auch ein bisschen vorstellen könnt. So. Verwaltungs- und Vertriebskosten werden nur gesucht. Also fangen wir das Ganze mal ganz locker an. Achso, ein bisschen hochscrollen wäre nicht schlecht, damit wir auch die abgesetzte Menge sehen. So. Also, als erstes brauchen wir wieder eine Einheitsmenge. Und diesmal aber nicht auf Basis der Produktionsmenge, sondern auf Basis der abgesetzten Menge. Also diesmal kann das hier oben verschwinden. Da können wir jetzt auch gleich uns ein bisschen breit machen. Also wir machen jetzt wieder die Einheitsmenge der Produktion. EM Absatz und dort haben wir ja 300 und das halt kombiniert mit unseren Äquivalenzziffern, also 300.000 mal jetzt 0,8 0,8 plus 300.000. Ich gehe so lang. 300.000 mal 1 plus 650.000 mal 3 plus 100.000 mal 1,5 plus 150.000 mal 3,2 plus 450.000 mal 2,4. Macht eine Einheitsmenge des Umsatzes von 4.200.000, 4.200.000. Jetzt brauchen wir wieder den Einheitspreis, nur hier diesmal auf Basis von Verwaltung und Vertrieb, nur weil es ja hier nur um
den zweiten Teil der Gleichung geht, nämlich um die allgemeinen Kosten für Verwaltung und Vertrieb pro Packung. Okay, jetzt schaffen wir uns mal wieder ein bisschen Platz. Nämlich genau. Ah, nee, das war nicht schlau. Also, bis hierhin. Eigentlich brauchen wir nur die Zahl dort. Also, und diese Zahl, naja, können wir auch den Rest auch noch wegmachen, bis auf die Zahl. Mehr brauchen wir sowieso nicht. So, die teilen wir jetzt durch unsere Einheitsmenge, also durch die, also Einheitspreis als Preis Absatz in Klammern geschrieben ist nichts weiter als diese 575.000 durch unsere 4.200.000 geteilt. Und dann kommen wir auf einen Einheitspreis von 0,137. Und das müssen wir jetzt wiederum mit unseren Äquivalenzziffern kombinieren, um damit die ganzen Zuschläge bei Vertriebs- und Verwaltungskosten halt mit reinzubekommen. Und da kommen wir auf 1 Liter, 2 Liter, Orange Sport, Pur, nee, Nektar. Und pur. Und dort hatten wir die Äquivalenzziffern 0,8 mal 0,137 und kommen dabei auf 0,11. Dann hatten wir einmal, also kommen wir auf 0,137. Und bei pur haben wir 3, also 0,411. 0,411. Bei den 2 Litern hatten wir hier 1,5. Kommen wir auf 0,206. Dann hatten wir 3,2 hatten wir, also kommen wir auf hier auf 0,438. Und beim letzten, das wäre mal 2,4. Also kommen wir auf 0,32929. Okay, das war's dazu. Oder ein Augenblick. Eigentlich wäre es dazu, weil es wird ja halt nur die Verwaltungs- und Vertriebskosten pro Packung halt nachgefragt. Okay. Ich werde jetzt hier noch schnell aus Spaß die Selbstkosten je Packung machen. Selbst Kosten je Packung. Das wären die Werte aus C und jetzt aus D addiert. Und dann kommen wir auf 1, 2 Liter. Ich werde jetzt auch das nicht allzu viel ausführlich machen. Sport, Nektar. Und pur. Und ich schreibe jetzt schnell nur die Zahlen hin. Also da würden wir auf 0,296 kommen. 0,37. 1,11. 0,556.
1,184 und auf 0,928 für den Fall, dass ich mich nicht verrechnet habe. Okay, ansonsten war's das dazu. Falls ihr dazu noch